Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Okay, Freunde, warum mein erster Vlog? Ich hoffe einfach, dass das der erste Vlog wird, der meinen Qualitätsansprüchen endlich mal genügt, weil ich jetzt endlich das Setup habe, was ich unbedingt haben wollte. Ey, guckt euch das mal an, wo wir hier sind. Das ist der Hammer. Wir sind auf so einem Secret Mountain. Ich meine, so geheimnisvoll war er jetzt nicht, weil er war halt ausgeschildert. Ne? Ich würde sagen, endlich ist es soweit. Ich lasse endlich mal die Drohne steigen, weil das ist hier mal mehr als ein perfekter Ort, oder? Also, wir haben da unten einen Pool. Und das ist ziemlich geil, weil irgendwie hat hier alles einen Pool. So, Freunde, wir sind gerade auf einer Kokosnuss. Auf einer Kokosnussfarm angelangt, wie ihr sehen könnt. Das hier ist so eine handelsübliche Kokosnuss. Die ist, wie man sehen kann, in einer Schale. Ich zeige euch gleich mal, wie die geöffnet wird. Das ist ultra gefährlich, weil das ist eine richtig scharfe Klinge. Das ist harte Handarbeit hier. Die wird noch von Hand hier geöffnet, dann werden die ganzen Sachen nach Bangkok verschifft und in Bangkok werden die dann weiterverarbeitet. Und interessant dabei ist, wie diese Kokosnüsse geerntet werden. Ich kann sie leider nicht filmen, weil hier gerade keiner ist. Aber das sind Affen, die diese Dinger ernten. Das heißt, oben in den Bäumen sind Affen und ich hoffe, das sehen wir jetzt nochmal. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie die geschnitten werden, beziehungsweise wie die geöffnet werden. Ihr seht das hier. Ihr habt gerade gesehen, die Kokosnüsse werden geöffnet mit so einer riesigen scharfen Klinge, mit so einer Art Speer von Hand. Das heißt, das ist echt noch harte Handarbeit hier. So sieht das hier aus auf so einer Kokosnussfarm. Ziemlich interessant. Ich hoffe, ich kann euch nochmal zeigen, wie das ist mit diesen Affen. Oh, see? Oh, cool. Freunde, ich arbeite jetzt hier. Und ich bin gut, wie ihr seht. YouTube läuft nicht mehr, deshalb arbeite ich jetzt hier. Also ihr seht es vielleicht, da hinter mir steht so ein graues, dickes Tier, das ist ein Elefant. Generell, meine Meinung zu solchen Touristendingern, wie das jetzt hier ist, finde ich persönlich nicht so gut, weil ich würde selber niemals auf so einen Elefanten draufsteigen, weil ich das irgendwie für Tierquälerei erachte. Die haben oben diesen Korb drauf und ich glaube, dass dieser Korb echt nicht geil für die ist. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid so ein Elefant und wollt halt einfach chillen, wollt halt einfach Ruhe haben und dann kommen irgendwelche fetten, hässlichen, deutschen, englischen Touristen, die sich auf euch setzen und dann müsst ihr mit denen einfach reiten und ihr habt gar keinen Bock da drauf. Hier stinkt ziemlich noch Scheiße, Elefanten kacken echt viel. Ich glaube, ich mache euch gleich mal ein paar Close-Up-Shots von der Scheiße von den Elefanten. Das sind einfach solche Dinger, die sind so groß wie mein Kopf, die Kackhaufen. Ey, das sind so schöne Tiere, der Rüssel ist so mächtig, das ist so krass. Oh. Vermeintlichen Kings Beach, denn da vorne in dem Haus wohnt der Kaiser. Und Alter, wie geil war das gerade, bitte in dieses Wasser reinzuspringen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Italien, da kann ich euch noch mal kurz einen Ausschnitt zeigen.
hat mich irgendwie voll daran erinnert, dieses Canyon. War mega, mega geil. Guckt euch diesen Strand an. Das ist einfach das fucking Paradies hier. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Drohnenaufnahmen machen, würde ich sagen. Ich meine, hier sind nicht so viele Leute, die ich stören kann. Außer vielleicht den Kaiser, der da vorne im Haus sitzt. Und wenn ich dann Pech habe, werde ich halt exekutiert. Dann ist das halt so. Und ich meine, für eine gute Aufnahme, Freunde. Ich glaube, ich krieg Sonnenbrand oder Sonnenstich. Ich bin schon komplett bescheuert im Kopf. Guckt dir mal diese Häuser an. Das kaufe ich. Das kaufe ich. Und ey, hallo. Dich kaufe ich auch. Versuch Nummer 3, jetzt habe ich eigentlich die richtige Einstellung, Freunde. Schaut euch das an, wo wir gerade essen sind. Vorne ist noch eine Teigtisch. Es gibt Nudelsuppe mit Gemüse, Frühlingsrollen, Chicken und allem drum und dran. Guckt euch das hier mal bitte an. Was ist das für ein fucking Paradies? Es ist so dermaßen ruhig hier. Guckt euch diesen Sand an, schaut euch das an, schaut euch das an. Ich habe noch nie so einen feinen Sand gesehen. Das ist so wunderschön hier. Wir werden uns auf jeden Fall erstmal was zu essen gönnen. Und danach geht's nochmal ein bisschen schnorcheln. Freunde, mit einem Schuh, was soll ich sagen, das ist so heftig, wo wir hier sind. Ich habe noch nie so lange gesehen. Wir sind gerade bestimmt, weiß ich wie viele Kilometer durch den Dschungel gefahren, um hier hinzukommen. Alter, das Ding heißt nicht umsonst Paradise Beach. Viel zu krass. Und jetzt, Freunde, gehen wir eine Runde schnorcheln. Natürlich nehme ich da die GoPro mit. Say bye! Freunde, wir verlassen nun Paradise Beach mit schwerem Herzen. Wir hatten Kokosnüsse, wir hatten Korallenriffe, wir hatten Drohnenflüge, wir hatten Kinder, die Fußball spielen, wir hatten einfach alles. Wir haben sogar Wi-Fi gehabt. Das hier war mit Abstand echt einer der sinnvollsten Investitionen, die ich jemals in meinem Leben getätigt habe, diese blöde Tour zu machen. Wenn ich wüsste, wie die beiden heißen, würde ich sie euch verlinken, aber ich nehme an, dass die kein Snapchat oder sowas haben. Freunde, absoluter Traum. Wir fahren jetzt zurück ins Hotel. Heute Abend geht es wahrscheinlich nochmal auf eine Party. Und da geht es auf die Waterfall-Party mitten im Dschungel. Wird auf jeden Fall auch spannend. Da nehme ich die kleine Kamera mit, Freunde.
Und ich würde sagen, ich habe jetzt genug gefilmt. Ich ruhe mich da auf der Rückfahrt ein bisschen aus. Deshalb sehen wir uns einfach gleich da wieder.